Ja, hallo, grüß euch. Heute soll es mal gehen um das Thema Geld. Nicht Geld investieren, nein, Geld verdienen. Denn um überhaupt in die Position, in die Lage zu kommen, hier diese schönen Edelmetallstückchen hier zum Beispiel, ja, Silbermünzen zu kaufen, on a regular basis, also kontinuierlich immer wieder anzusparen, ja, dass wenn dann mal der große Crash kommt, dass wir dann auch ein bisschen abgesichert sind oder Aktien ein paar immer mal wieder zu kaufen, ja, und auch jeden Monat zu kaufen, dass wir sozusagen Cost Average, also durchschnittlich einen guten Preis dann auch finden auf die nächsten Jahre hinweg, ne? Dass wir immer wieder flüssig sind, ja, also immer wieder Cashflow erzeugen und sprich gemäß Kiyosaki sagt ja auch, ne, der Cashflow Quadrant, also Cashflow ist das Allerwichtigste im Leben, ja. In Bezug auch auf finanzielle Freiheit, um all diese Dinge eben machen zu können, ist eben nicht nur wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man Geld investiert, sondern vielleicht sogar noch wichtiger, ja, oder beides gleich wichtig, würde ich mal sagen, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man Geld verdient erstmal, ja, oder wie man auch Geld sozusagen auch da sein Risiko minimiert. Also das heißt, mehrere Einkommensströme erzeugt in seinem Leben sozusagen. Ja. Das heißt, wenn hier mal der eine Einkommensstrom ein bisschen weniger wird oder hier mal ein paar Probleme gibt oder aufgrund der Digitalisierung einfach hier irgendwie dein Job wegrationalisiert wird oder sich irgendwas Gravierendes ändert, dass du dann gleichzeitig eben noch andere Einkommensströme auch hast. Ja. Oder zumindest die Möglichkeiten, die du geschaffen hast, in anderen Kanälen Einkommen dann sozusagen dann den Fokus drauf zu setzen und da eben, wenn es da gerade besser läuft, hier eben mehr Einkommen zu generieren, ohne da wieder von null anfangen zu müssen. Ja, viele werden, die ihren Job verlieren und auch in der Zukunft verlieren werden, ja, aufgrund der Digitalisierung, werden dann letztendlich, ja, sind vielleicht abgesichert, haben vielleicht dann auch ein bisschen Arbeitslosengeld für ein paar Monate, aber fallen dann in ein komplettes Loch hinein, haben sich überhaupt nicht Gedanken gemacht, okay, wie federe ich das ab, ja. Und deswegen würde ich jedem Angestellten unbedingt empfehlen, auch nebenbei ein Kleingewerbe oder irgend sowas, ja, Kleingewerbe ist vielleicht das Beste, sich aufzubauen, ja, kontinuierlich nebenbei einfach abends anstelle von 2-3 Stunden Fernsehschauen einfach sich darüber Gedanken machen, wie kann ich mir nebenbei Einkommensströme hier erzeugen. Und ein großer Weg, der sehr stark jetzt auch in Deutschland stattfindet, ist eben Affiliate Marketing. Ich habe Affiliate Marketing schon gemacht. Da waren vielleicht einige von euch sozusagen noch gar nicht so richtig auf der Welt oder irgendwo in der Grundschule gerade, ja, je nachdem wie alt du gerade bist, ja. Und hier möchte ich mal sagen, dass es hier auch ganz viele jetzt momentan gibt, Leute, die sozusagen Affiliate Marketing auch jemanden coachen und viel Wissen noch weitergeben, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch harte Arbeit und man muss einfach möglichst früh damit anfangen und Erfahrungen sammeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt einige Kurse, einige Mitgliedschaften, einige Facebook-Gruppen und so weiter da draußen, die ich mir angeschaut habe. Und hier gestern am Sonntag habe ich mir zum Beispiel auch nochmal ein Webinar angeschaut von Ralf Schmitz. Und das möchte ich immer ganz kurz auch nochmal betonen, dass der natürlich einer von den alten Hasen sozusagen ist, in Anführungsstrichen, ja. Und auf jeden Fall mehr Erfahrungsschatz hat, ja, als wie die grobe Masse da draußen, die sich jetzt vielleicht gerade mal damit beschäftigt oder noch gar nichts von online Geld verdienen oder von Affiliate Marketing gehört hat. Und das Allerwichtigste hier ist einfach, dass man sich damit befasst, dass man sich die Zeit nimmt, dass man sagt, hier, ich habe hier überflüssige Zeit oder ich habe hier Zeit, wo ich nur denke, dass ich sie nicht hätte, aber sie doch wieder verschwende. Und die allermeisten Menschen haben Zeit. Nur sie glauben, sie haben diese Zeit nicht, weil sie sie einfach mit irgendwelchem finanzielle Freiheit fördernde Tätigkeiten verbringen, wie zum Beispiel Fußball schauen oder Formel 1 Rennen schauen. Und ich habe da so ein paar Kameraden, so ein paar Kumpels, die einfach morgens um früh am Sonntag aufstehen um 3:30, um sich das australische Formel 1 Rennen anzuschauen in Australien. Ja, okay. Und sich dann beschweren, wenn am Monatsende der Geldbeutel so dünn ist. Ja, also ich meine, man kann seine Zeit auch mit wichtigeren Dingen befüllen, ja, und wenn man dann mal irgendwie Multimillionär ist, dann kann man immer noch Formel 1 gucken, dann kannst du nämlich nach Australien fliegen und gleich live das Ganze gucken, ja.
Na gut, ich möchte hier einfach mal ein paar Dinge herauspicken, ja, aus dem Webinar und verlinke euch hier unten auch den Link, ja, zum Webinar, dass du es dir auch selber anschauen kannst. Und das Wichtigste, was ich da mal rauspicken möchte aus dem Webinar von Ralf Schmitz, ist der folgende Punkt. Und zwar, er sagt, es gibt zwei Gesetze. Es gibt zwei Gesetze. Das eine ist, ich schreibe es hier auch mal an die Tafel, das sagt er so, das erste Gesetz, ja, ist, also die E-Mail, er schwört auf die E-Mail-Liste. Ja. Denn die E-Mail-Liste ist sozusagen, gibt dir Unabhängigkeit. Wir wollen ja finanzielle Unabhängigkeit. Wir wollen ja nicht irgendwie eine Strategie, die jetzt rein komplett von Google abhängig ist oder von Facebook. Und dann wird irgendwie Google oder Facebook, ja, in Deutschland oder in Europa irgendwie zugeschnitten mit irgendwelchen bürokratischen Bullshit. Ja. Und dann hat sich wieder alles geändert. Und wir sind komplett von Google oder von Facebook oder von Instagram oder von irgendwas anderem abhängig oder von YouTube. Ja. Und das ist eben ein sehr, sehr wichtiges Argument, das er da auch nochmal in dem Webinar sozusagen ganz, ganz stark betont und auf den Punkt bringt. Ja, wirklich auf dem minimalsten, kleinsten Nenner, ja, worum es eigentlich geht im Internetgeschäft. Ja. Und das ist deine eigene E-Mail-Liste, ja, weil ich da sozusagen dir das Unabhängigkeit gibt. Ja. Ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt letztendlich ist, ja, ist das Prinzip Lead for Sales. Ja. Und das ist einfach das, wo viele also sozusagen den Druck haben, besonders die ungeduldig sind, ja, sagen, ich will jetzt schnell Geld verdienen im Internet oder überhaupt Geld verdienen, weil ich es jetzt genau nötig habe. Und das ist jetzt wieder das, was ich sagen wollte, wo ich wieder ursprünglich auf das zurückkommen möchte, wo ich sage, wenn du jetzt auch einen guten Job hast und alles ist in Anführungsstrichen theoretisch in Butter, ja, selbst dann schau, dass du dich für diese Themen interessierst. Schau, dass du dich für Internet-Themen interessierst, Online-Marketing, wie du im Internet Geld verdienen könntest. Warum? Weil es sehr schnell und abrupt kommen kann, dass eben diese heile Welt plötzlich nicht mehr funktioniert, dass du deinen Job verlierst über Nacht. Das kann ganz, ganz, ganz schnelle Dinge können hier passieren, ja, wo du jetzt noch gar nicht abschätzen kannst. Und dann hast du eben den Druck, ja, möglichst schnell wieder Geld zu verdienen. Und dann setzt du dich hin, wenn du dich dann hinsetzt, ja, und kaufst dir irgendwie ein Buch und willst dich schnell fortbilden, so ungefähr in einem Monat dann schnell Geld verdienen, dann funktioniert es eben nicht, weil du eben viel, viel zu viel Druck hast, ja, möchtest viel zu schnell erfolgreich sein und gibst dann wieder auf oder schmeißt es hin oder hast einfach nur Misserfolg, du hast einfach die Zeit nicht, die du da investieren müsstest eigentlich. Ja. Und deswegen tust doch besser jetzt. Ja, jetzt, wo du eigentlich noch gar nicht diesen ultimativen Schmerz hast, wenn du ihn bereits hast, ja, umso wichtiger. Aber die meisten, die sandeln noch so ein bisschen rum. Ja. Ich kenne es von vielen Kumpels von mir, na, verdienen ihre 1700 netto im Monat, ja, wohnen vielleicht noch bei Mutti, ja, oder so und sparen sich da einen Großteil der Miete, ne, weil Miete in München ist ja so teuer. Ich kenne so einige Kollegen oder wohnen halt irgendwie in einer 25 Quadratmeter Wohnung schon seit 20 Jahren, ne, aber es reicht ja. Ne, und zahlen trotzdem 1000 Euro Miete. Wie wäre es denn, wenn sie halt 500 Euro Miete mehr zahlen und dafür in einer Wohnung wohnen, die dreimal größer ist? Nee, das ist einfach, das reicht so. Ne? Das ist, aber dann kommt vielleicht eine Situation, wo du den Job verlierst und dann ist sogar das ein Problem. Ja? Und du hast dich eben nicht darum gekümmert, wie du nebenbei noch Geld verdienst oder wie du dir unterschiedliche Einkommensströme aufbaust. Ja? Also es gibt unterschiedlichste Szenarien, die ich ja schon alleine aus meinem Bekanntenkreis hier erzählen könnte. Ja? Also wirklich stundenlang erzählen könnte, viel länger wie dieses Video hier eigentlich geplant war, von 10 Minuten. Ja? Also ich denke mal, dass das sehr repräsentativ ist zu allen Menschen da draußen und auch zu der Audience hier auf meinem YouTube-Kanal. Also von daher, check mal hier den Webinar, da hast du noch mehr, hast du so eine Stunde, eineinhalb Stunden von Ralf Schmitz, wo du einfach nochmal, ja, dich nochmal detaillierter hier das Ganze hier nochmal dir erläutert und alleine schon in dem Webinar nimmst du einiges mit und dann kannst du natürlich auch in sein Programm einschreiben, was ich wirklich jedem empfehlen würde. Das kostet 99 Euro im Monat.
Ja. Und geht 12 Monate. Und ich muss eins dazu sagen, zu diesen 99 Euro, jetzt mag der eine sagen, das ist viel, der andere mag sagen, das ist wenig. Die meisten mögen vielleicht sagen, ich habe keine Ahnung. Ja, ist es 99 Euro im Monat, ist es viel, ist es wenig? Ja, wie soll ich das beurteilen? Ich kann dir nur eins sagen, du lernst davon dem absoluten, absoluten alten Hasen, ja, sozusagen. Was du da lernst, hat wirklich, ist wasserdicht, ja. Ist bulletproof, sozusagen, sagen die Engländer. Und dazu möchte ich einfach mal auch kurz hier nochmal kurz was von meinem gestrigen Tag. Ne? Gestern war ich nämlich hier mal zum Vergleich im Royal Palast in München. Und habe mir dort Wonder Woman, wollte ich schon sagen. Nee, Quatsch. Marvel, Captain Marvel angeschaut. Wirklich süßes Mädchen, ja. Kann ich jedem nur empfehlen, diesen Film anzuschauen. Ja. Heißer Film. Ja, aber auch von der Handlung her ganz okay. Ne? Und auf jeden Fall, ja, hier ist der Preis. Wir waren hier im Royal. Da kann man, hat man so ein bisschen mehr Beinfreiheit und so weiter. Und das waren 21,50 €. Ne? Und dann hat man nochmal einen Gin Tonic und irgendwelche Nüsschen und so weiter, nochmal 13 Euro. Also ist man mal gut und gerne 35 Euro hier für einen Kinobesuch. Ja. Jetzt kannst du mal sagen, das rechnest du mal 3. Ja, dann hast du 3 Kinobesuche im Monat, ja, wo dich quasi hier ein Jahr lang, wenn du dreimal ins Kino gehst, dann hast du das Geld auch raus. Ja. Dreimal ins Kino im Monat, dreimal ins Kino, ja. Und ein Jahr lang dreimal ins Kino gegangen, dann hast du genau denselben als Preis bezahlt, als wie für diesen Wahnsinnskurs. Ja? Also, das ist ja nicht nur ein Kurs, sondern du hast da Mitglieder. Schau dir einfach das Webinar an. Long story short, 12 Minuten, wir sind schon wieder way over time, ja, also ganz schön über die Zeit. Ich muss jetzt auch weitermachen. Abonniert den Kanal, Daumen hoch und schaut, dass ihr unterschiedliche Einkommensströme aufbaut. Ne? Es kann, wenn ihr Angestellter seid und macht nur eine Sache, es kann euch schneller erwischen, als es euch lieb ist. Ich möchte da nur mal vorwarnen. Und dann, wenn ihr eben entsprechend Geld verdient, Versicherung, ja, Silbermünzen kaufen. Bis dann, euer Thomas Klein. Ciao. Achso, Daumen hoch und Kanal abonnieren und so habe ich ja schon gesagt. Okay, bis dann. Ciao. Ciao.